Willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac. Im letzten Run haben wir mit Azazel Isaac besiegt und in diesem Part wollen wir es mit Judas schaffen. Wir beginnen mit Curse of the Blind und rennen erstmal in eine Bombenspinne rein. Judas hat nicht viel Leben, das darf man nicht vergessen. Er macht zwar den Schaden, aber er hat nicht das Leben, um es zu unterstützen. Deshalb sind wir auch schon gestorben und nicht mal den Goldraum gefunden. Kriegen diesmal Curse of the Darkness. Ja, ich finde es immer ein bisschen blöd, wenn man mir in den ersten Räumen Gegner gibt, die extrem schnell nah ran wollen. Und einen dann so schnell down machen, dass man keine Möglichkeit hat zu reagieren. Ich meine, diese Raumkombination ist schon sehr fies für die erste Ebene. Ich meine, man muss die Gegner rauslocken. Oh Mann. Oh shit, ich will nicht ein zweites Mal direkt drauf gehen am Anfang. Das wird ein zweites... Oh Mann, zwei Tode in keine Ahnung wie viele Millisekunden. Sticky Babies. Spawn von Zeit zu Zeit Spinnen. Und verlangsamt Gegner. Letzteres ist, finde ich, vorteilhafter. Weil die Spinnen so selten gespawnt werden, finde ich. Und schwupps, haben wir eine Spinne. Um einfach mal zu beweisen, ja, du hast Unrecht. Hier, nimm die Spinne. Oder werden die am Ende des Raumes gespawnt? Wenn das immer wäre, wäre es cool. Wäre sogar brauchbar. Duke of Flies, Book of Belial natürlich für den Damage. Gerade am Anfang sehr, sehr hilfreich. Und wir kriegen ein HP ab. Darüber bin ich froh. Jetzt müssen wir nicht mehr voller Angst durch die Gegend rennen und uns fürchten, wird der böse, böse Gegner jetzt um die Ecke sein und uns alle direkt umbringen. Klappt das? Natürlich klappt das nicht, aber ich bin ihn losgeworden. Was gut ist. Plus, minus null. Hier ist vielleicht der Geheimraum. Okay, es gab eine 1 zu 3 Chance, dass er dort war und einfach ausgedrückt, es wurde nichts. Gehen wir also tiefer. Book of Belial, drei Aufladungen. Nein, drei Räume für eine Aufladung. Was? Sind das für unfaire Räume? Gerade. Ich krieg nur die Stachelläufer. Ja, du explodierst erstmal gleich. Ah, genau, ich muss zu euch rein, um euch loszuwerden. Und ihr explodiert auch noch in diese Spinnen. Okay, die Sprungspinne ist gut. Mit der komme ich besser klar. Ich hasse es, wenn sie in diese Doppelspinnen explodieren. Mit den Doppelspinnen... Ich weiß nicht wieso, aber ich mag sie absolut nicht. Habe ich was übersehen? Oh, eine schwarze Fliege. Bam. Das ist der weiteste Weg, den ich je für eine Münze so zurücklegen musste innerhalb eines Raums. Na, Fleischklops? Ah, magst du es nicht, Fleischklops genannt zu werden, ne? Und danke für den Schlüssel. Den nehme ich liebend gerne mit. Odd Mushroom, yes. Damage up. Wir haben einen riesigen Kopf und machen riesig viel Schaden. Ein halbes Eternal Heart? Ernsthaft Spiel? Eternal Heart? Jetzt schon? Ein bisschen früh. Für gewöhnlich gibst du mir diese Eternal Hearts, wenn ich kurz vorm Verkacken bin und sie nicht mehr gebrauchen kann. Aber jetzt mal endlich auf einer sinnvollen Ebene. Okay, okay, irgendwas stimmt nicht. Vielleicht liegt es daran, dass wir zweimal gestorben sind. Vielleicht bilde ich mir aber auch nur Sachen ein. Du lebst noch. Eine Batterie, eine Bombe für eine Bombe. Wenn wir eine Bombe hätten. Ich meine, die halten sogar eine Spinne aus. Stirb. So. Boss. Haunt. Es gibt nichts Schlimmeres auf den ersten Ebenen. Vielleicht Dinkel. Ich habe nichts gesagt, Dinkel ist schlimmer.
nicht den Laser feuern. Okay, deinen Charge mag ich auch nicht. Kann ich dich in Muster halten? Ja. Es sind so viele beschissene Bossgegner dazu gekommen, die es einfach nur schwer machen. Die tote Katze. Nein. Ich könnte auf Guppy-Verwandlung setzen. Aber das wäre mir zu risikoreich. Dafür haben wir Bomben bekommen, womit wir andere Bomben freisprengen. Und mit den Bomben werden wir bombastisch viel Spaß haben. Nom. Hier könnte der Geheimraum sein. Hier. Nein. An sich wäre da möglich gewesen. Wir holen uns jetzt zuerst unser Holy Heart ab. Der Shop rentiert sich nicht. Wir gehen also tiefer. Wir haben immer noch keine wirklich so gut brauchbaren Items gefunden. Evil Up, okay. Kann gut sein. Muss es aber nicht. Jedoch gleichen wir es mit den Pickups auf. Ich meine, ein weißes Herz einfach mal in der zweiten Ebene zu kriegen. So viel Glück hat man nicht immer. Weg mit dir. Ey, Nupsi, nicht größer werden. Nicht größer werden. Es ist schön und gut, dass wir den Goldraum gefunden haben. Nur wenn wir nicht reinkommen, brauchen wir ihn auch nicht finden. Geld. Irgendwie kamt ihr mir gefährlicher vor. Zuerst. Ich wusste es. Ich wusste es, dass dieser Gegner mich nicht treffen wird, der Grüne. Der Bombenspucker. Stattdessen dieser blöde Haufen. Ich will doch nur einen Schlüssel. Oder zwei. Wenn ihr nicht einen habt. Das Herz lassen wir liegen. Es ist nämlich ein ganzes. Und falls wir noch mehr Schaden kriegen. Was ich nicht hoffe, aber was durchaus passieren kann. Will ich vorbereitet sein. Teilweise ist Isaac auch immer so motivierend. Man geht in den Raum. Erwartet nichts Böses. Kriegt ein Bandage. Ein Seelenherz, zwei Seelenherzen und ein normales dazu. Das ist gut. Und dann ist einfach sowas da. Einfach nur Kackihäufchen. Auch wenn ich die Kleinen süß finde und einen coolen Gegner abgeben. Anstatt mal immer nur fliegen. Noch mehr fliegen. Noch mehr fliegen. Mal solche, aber warum musstet ihr den Mittleren schon so stark machen? Und den Großen dann wieder so schwach? Ah, dieser Raum schreit eigentlich nach dem Book of Belial. Das will ich mir gerade aufheben für den Boss. Den wir jetzt auch vorziehen werden, bevor wir die restliche Ebene erkunden. Gertie. Ah, Gertie. Junior. Ja, ras einfach mal in mich rein. Pass nicht auf und er trifft mich andauernd gerade. Speed up! Mom's Knife. Haben wir letztens erst freigeschaltet. Und der Dämonenbettler. Ich will eigentlich alles mitnehmen. Wir nehmen mal das Messer mit. Einfach mal, um es zu zeigen. Hat sich auch verbessert im Vergleich zum anderen, zum alten Isaac. Man kann es jetzt ziemlich weit werfen. Die Range des alten Messers war gefühlt minus 1. Jetzt allerdings einiges weiter. Was ist hier drin? So nebenbei. Kämpfen wir mal mit dem Messer gleich. Ah ja, fürs Messer, um es zu verwenden, man muss noch nicht mal in den Gegner... es dem Gegner reinwerfen. Man kann ihn auch einfach nur berühren mit dem Messer. Und es funktioniert genauso.
Man kann es auch schräg schießen, nur da bin ich kein Profi drin. Allgemein, ich bin nicht der Beste mit dem Messer. Ich wollte nur mal mitnehmen, um es zu zeigen und der Sammlung hinzuzufügen. Aber es gibt so ein, zwei Gegner, bei denen sich das Messer richtig anbietet. Wir hätten den Bumfriend auch nehmen sollen, glaube ich. Ich würde mich damit sicherer fühlen. Ich dann einfach auf den vor allem ersten Ebenen die überzähligen Herzen direkt umwandeln kann in Seelenherzen, die mir mehr bringen. Ja, ich hätte ihn nehmen sollen. Ich spüre es immer mehr. Da gehen wir nicht rein. Genau, gib mir den Schlüssel, an den ich nicht rankomme. Jetzt. Ist hier vielleicht der Geheimraum? Nein. Ist der Mr. Geheimraum etwa hier? Ja. Okay, ich hatte erwartet, er wäre links irgendwie. Die spreng ich. Oh, hier waren wir schon mal. Das Messer skaliert in diesem Spiel auch mit Schaden. Das heißt, wenn wir mehr Schaden machen, machen wir mehr Schaden. Aber wir können ja hier nichts mehr machen und gehen deshalb tiefer. Wir hätten den Dämonenbettler mitnehmen sollen. Bosskampfraum, uns verschlossen natürlich. Wir hätten ihn sowas von mitnehmen sollen. Aber sowas kann man ja vorher nicht wissen. Pille. Pheromone. Ausweichen. Messer. Stehen bleiben. Messer. Okay. Spinne. Tarotkarte. Welche ist es? Welche ist es? Welche ist es? Two of Clubs verdoppelt unsere Bomben. Überlegen. An dir will ich nicht spielen. Dafür kriege ich Schlüssel. Das ist ein guter Deal. Vielleicht kriegen wir Geld. Nein. Okay, wir suchen jetzt so schnell wie möglich den Goldraum. Und den Shop. Am besten beide gleichzeitig. Denn wir haben jetzt genügend Schlüssel für alle. Auch lustig, wie die Feuer ausgehen, wenn man einfach nur das Messer reinhält. Also, merkt euch, wenn zu Hause ein Feuer ausbricht, einfach Messer reinhalten. Und Messer kommen auch übrigens wie ein Bumerang immer zurück. Nein, natürlich nicht. Bitte nicht denken, oh, ich habe ein Messer, ich kann das wie ein Bumerang werfen. Oh, der Treffer. Dieser Treffer. Dieser wunderschöne Treffer. Wie groß die Explosionsreichweite ist. Ja, ich soll hier mal wieder alle sprengen, stimmt's, Alter? Da eine, da eine. Okay, ich spreng nur die Hälfte. Aber ich will ihn loswerden. Du bist Telepilz. Okay. Der Liberty Cap. Und du bist Doppelpheromone. Nicht die beste Pillenauswahl. Das sind zum Beispiel Gegner, wo es sich lohnt, das Messer dabei zu haben. Ah, ich habe die Fliege gesehen. Ich dachte mir noch so, die wird mich nicht treffen. Die wird mich garantiert nicht treffen. Step. Step. Die Leiter. Okay. Wollen wir ausnahmsweise mal mitnehmen? Ich finde die Leiter gar nicht schlecht, ehrlich gesagt, aber so ein hundertprozentiger Fan bin ich auch nicht. Da gibt's Besseres. Aber die neue Reichweite gefällt mir vom Messer. Damit kann man jetzt endlich wieder was anfangen. Im alten Spiel habe ich das Messer teilweise einfach liegen gelassen, weil ich mir dachte, nee, komm. Messer, nee. Zu viel Aufwand. Man musste damit so nah ran im alten. Hier wirft man es ja schon fast durch einen halben Raum. Ich habe keine Ahnung, was du bist. Es
Speed down, Rage's building. Taurus. Okay. Und da wir hier ein Kackihäufchen haben, der uns volles Leben geben würde, können wir ein bisschen die Ebene erkunden gehen. Dich will ich sprengen. Halt. Das machen wir jetzt klug. Das lassen wir Nee, das nehmen wir mit. Ich habe einen Plan. Ultra Pride. Ernsthaft. The Left Hand. Alle Kisten werden zu blau, zu roten Kisten. Nehmen wir mal mit. Einfach, warum nicht? So. Dann gehen wir jetzt zur Blutbank. Spenden da ein bisschen Geld. In der Hoffnung, irgendwas zu bekommen. Vielleicht der Bloodbag. So. Auf ein halbes Herz wollten wir. Gehen jetzt in den... Nee, noch nicht den Shop. Gehen jetzt zum Kackihäufchen. Erstmal Bosskampfraum, gucken. Ah, ich will's haben. Yes! Perfekt. Ernsthaft? Leute, genug teleportieren für einen Raum. Und zwei Pillen. Du bist eine. I can see forever. Und range down. Nein, das was wir brauchten ist weg. Zum Teil. A range. Zwei Pillen, kann ich die... Ah. Tears up. Juhu. Wenigstens eine gute Pille. Nachdem wir die Sachen ohne Kampf bekommen haben, die nehmen wir die Herzen. Und ich frage mich gerade, wo der Regenbogenhaufen hin ist. Der war hier in einem Raum. Erstmal Geheimraum. Stimmt, den haben wir gesprengt. Da war ja was. Wo ist der Regenbogenhaufen hin? Ey Leute, hier war ein Regenbogenhaufen irgendwo auf dem Weg. Das weiß ich. Ich habe das kontrolliert. Leute, verarscht mich nicht. Ich habe ihn nicht durch Zufall geöffnet, das weiß ich. Oh Leute, das ist jetzt... Mann. Dich will ich nicht. Hau ab. Okay, wenn ihr den Regenbogenhaufen durch Zufall gesehen habt und ich einfach nur zu blöd bin, ihn wiederzufinden, schreibt es in die Kommentare. Ich fühle mich auf jeden Fall gerade ein bisschen verarscht, deshalb spende ich jetzt mal ein bisschen Geld. So. In der Hoffnung, dass wir irgendwann mal das Limit erreichen. Hallo, perfekt fürs Messer. Siehe Angriff. Die Koffeinpille. Na, was soll's. Bist du noch eine Pheromonpille? Natürlich bist du noch eine Oh, das ist eine andere. iPhone-Pilz, okay. Aber jetzt haben wir wieder unsere Pheromonpille. Wir haben noch nicht mal das Book of Belial eingesetzt, so einfach war der Kampf. Mitnehmen. Krampus! Du könntest uns was geben, was mir gefallen könnte. Nicht die Kohle, nicht die Kohle. Yes! Krampus Head. Nehmen wir mit. Ich lasse das Book of Belial dafür gerne liegen. Ich halte Krampus Head mittlerweile fürs bessere Upgrade. Auch wenn es vielleicht mit einem Messer irgendwie einen mega coolen Effekt hat, aber... Ich zeige euch wieso. Nicht in diesem Raum. In dem lohnt sich's nicht. In dem hier mal. Man... Oh, da war... Blut. Man klärt einfach einen ganzen Raum mit dem Ding. Weil der Laser so lange hält. Ich hätte es für diesen Raum aufheben können. Im Nachhinein ist man immer klüger. Da wollte ich es cool machen, ihn erstechen. Ah, your rage builds. Irgendwann können wir dann einfach alles kaputt rennen, einfach nur. Epic Hack! Macht unser Messer jetzt das, was ich denke? Wieso kriege ich eigentlich immer Epic Hack, wenn ich es nicht richtig verwenden kann, sondern nur so sekundär? Hat das mein... Das ist jetzt... Okay, das muss ich rausfinden, irgendwie.
brauche irgendeinen Gegner, der ein bisschen länger aushält gegen das Messer. Bad Trip. Komm, irgendein starker Gegner. Ich habe nämlich das Gefühl, unser Messer vergiftet erstens und zweitens hat einen extremen Damage abbekommen. Wo sind wir? Auf welcher Ebene? Depth 1. Machen wir den Boss. Gish. Hallo Gish. Hey Gish. Okay, ich wollte es nicht schießen, aber okay, kriegst den Laser Gish. Taurus. Und ein Little Gish für uns. Praktisch, da wir eh die ganze Zeit schießen, um das Messer in die Richtung aufzuladen. Na Messer, willst du uns was sagen? Nein. Ah, das ist ein Raum für Krampus Head eigentlich. Sau viele kleine Gegner, die mit einem Schuss weg werden. Ne, Pheromonenpille. Will jeder haben. Das ist keine optimale Messerkombi. Wir hätten andere Items kriegen können, die noch geiler funktionieren würden. Lokis Hörner zum Beispiel. Sehen richtig cool aus mit dem Ding. Oder Tiny Planet. Mit Lokis Hörnern. Leider. Auch eine mega gute Kombi. Aber in dieser Kombi ist es auch nicht schlecht. Gratis Geld. Was ist hier oben links? Etwa ein Raum. Ein halbes Herz. Sehr wichtig. Ich verwende meine Bombe, um zu testen, ob hier der Geheimraum ist. Nein. Es gibt noch 78 weitere Möglichkeiten für den Geheimraum. Er könnte dort sein. Auch nicht. Er könnte auch hier drüben sein, aber wir haben keine Bomben mehr. Was ist da oben? Epicake aus dem... Was? Ich will eigentlich die Items haben. Nee, müssen wir leider liegen lassen. Ärgert mich auch gerade ein bisschen. Einfach so Pickups liegen lassen zu müssen. Aber wir würden garantiert Schaden kriegen und der Schaden rechtfertigt nicht die Items. Stirb. Ich sollte mir angewöhnen, Krampus Kopf häufiger einzusetzen. Es gibt auch eine Trinket-Kombination, mit der man es unendlich oft einsetzen kann. Also schon fast mehrfach pro Raum. Das wäre dieses Batterie-Trinket und ein paar der Batterien. Also eine bestimmte Batterie, die bereits eine Aufladung gibt am Anfang. Müsste ich allerdings nachgucken, welche es ist. Das weiß ich gerade aus dem Kopf nicht. Also bei mir ist es mit den Batterien derzeit noch immer ein Try and Error. So à la, das ist eine Batterie, was könnte sie bringen? Ist das die komplett auflädt? Ist das die halb auflädt? Ist es vielleicht eine, die gar nicht auflädt? Bilde ich mir vielleicht das Ganze ein? Stecke ich etwa in der Matrix? Und solche Fragen stelle ich mir. Hey, Fliege. Du da oben. Ah, ich dachte hinter mir... Dieser Raum! Guckt es euch da oben in der Ecke an. Man denkt, da ist Boden, aber... Nö. Nein. Nein. Einfach nur nein. Spiel. Das akzeptiere ich nicht. Können wir die... Nein, wir können die Feuer auch nicht ausstechen. Schade. Stirb. Wir haben viel zu wenig Leben gerade für diese Ebene. Ich meine, wir kriegen von diesem Bosskampf auch kein Item. Challenge up. Ja, ich nehme wieder die Trinket mit. Gucke rein, erkenne, dass ich nichts haben will. Setze Bomben, die alle durch Zufall in der Mitte bleiben. Ich habe eine Bombe bekommen. Sprengt die Wahrsagemaschine. Nein. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ihr weg. Du weg. Du weg. Du weg, sag dich doch. Schwere Frage.
Ich will die Bibel, aber ich will Krampus Head nicht weglegen. Wie viel Geld, über wie viel Geld reden wir denn hier überhaupt? Vielleicht lohnt es sich ja. Das wird zwar jetzt ein bisschen dauern. So. Da ist eine Dime dabei. Hey, ich will... Danke. So, komm zu mir, Geld. Und du, Münze, da oben bist so verbuggt gerade. Komm ich an ihr von außen ran? Nee. Ich will jetzt auch nicht meinen Schlüssel einsetzen. Nur für diese eine Münze. So, wir haben 26 Münzen. Wir nehmen die Blue Map mit. Ja, aber du hast gesagt, du willst Krampus. Nein, habe ich nicht. Wir bleiben bei der Blue Map. Jetzt für diesen Run. Aus diesem Shop. Den Superkampfraum hätten wir nicht bekommen. Wir waren zu langsam dafür. Was partiell daran liegen könnte, dass wir der Meinung waren... Du hast dich selbst in der Ecke eingesperrt. Wow. Meinen Glückwunsch. Muss ich für Taurus eigentlich die ganze Zeit Angriff gedrückt halten, oder... Ist das random? Gut, wir haben eine Münze bekommen. Wir können den Geheimraum nutzen. Ah, nicht nur Münze. Ah, Greed. Wieso musst du immer so greedy sein? Du willst doch auch nur mein Geld. Und mir Schaden zufügen. Viel zu viel Schaden. Oh, Mann. Dumm, 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 dumm. Ah. Die betroffene Person weiß, warum ich jetzt sauer bin, dass sie mir einen Ohrwurm gemacht hat. Für diejenigen, die es erkannt haben, South Park. Und wieso ist hier ein Weg nach unten? Spiel. Boah. Danke. Einmal wollte ich es einsetzen. Oh, ich glaube, ich habe es nämlich immer wieder gefunden, aber nie mitgenommen oder eingesetzt. Momsbra friert alle Gegner im Raum ein. Diejenigen, die sich fragen, wieso würdet ihr nicht auch bei diesem Anklitz zusammenzucken. Wir nehmen das Herz mit. Es ist so selten, dass man sich Herzen im Shop kauft und spenden unser Geld. Nimm mein Geld. Nimm es. Wow, der nimmt es wirklich alle. Gut, wir sind bei 223 Münzen. Das heißt, wir hätten theoretisch zweimal unser Max Money schon reingespendet. Und es ist die rote Mutti. Die kann nicht mehr. Die kann nichts mehr, wenn ich hier stehe. Na los, komm raus. Komm, wir zeigen auch auf die Tür. Kann ich das doppelt verwenden dadurch? Cool. Okay, Taurus in Kombination mit dem Messer ist gar nicht so schlecht. Wir können das Messer zwar nicht mehr feuern, aber wir können mit dem Messer drin stehen bleiben. Wo ist der zweite? Es muss zwei in diesem Raum geben. Nur ein? Spiel! Was ist los? Du hast mir gerade einen Riesenraum mit nur einem Gegner gegeben. Und danach ein Gertie Junior in einem kleinen... Nee, Gurgling. Ah, du. Komm raus. Spuckst du mich einfach an. Hau ab. Nope. Keine Lust auf diesen Kampf. I found pills. And ate them. Wie soll ich an den Geheimraum kommen? Hat das mal jemand bedacht? Ey. Mann! Ich war überfordert! Wir versuchen es nochmal, direkt. Direkt einen zweiten Versuch hinterher. Vielleicht klappt es ja diesmal. Oh Mann, war das blöd. Wir versuchen es diesmal aber ein bisschen schneller zu machen. Vielleicht kriegen wir den Boss Rush hin. Wenn wir ein gutes Item am Anfang kriegen. Ah, wir kriegen Schaden am Anfang. Danke. Manche Raumkombinationen helfen dem Gegner auch ein bisschen sehr stark.
Diese Raumkombination hilft zum Beispiel dem Spieler. Der Fettsack in der Mitte ist down, bevor die anderen einen erreichen. Einzig problematisch ist dann, dass die anderen von allen Seiten kommen. Tower, eine potenzielle Selbstmordkarte. Und zwei verschlossene Räume. Ne, der eine ist verbarrikadiert. Wenn wir die Bomben gut legen, könnten wir da reinkommen. Geld. Aber erstmal... Dead Sea Scroll. Ein random Leertasteneffekt. Ich habe keine Ahnung, welcher es jetzt war zum Beispiel. So random ist der. Gut, wir müssen mit dem Tower eine Bombe da oben hinkriegen. Komm, du hoch. Hat's geklappt? Natürlich nicht. Wir können auch jetzt hier in den Geheimraum kurz gehen, wenn der dort ist. Ja. Oh. Tut mir leid. Ich nix sprengen, ich nix tun. Ich Boss. Wer bist du? Ich denke, Görklings. Oh shit. Oh shit. Görklings mit einem halben Leben. Wir dürfen also kein Mal getroffen werden. Und er hat uns schon eingesperrt. Oh, nein, lasst mich raus. Görklings ohne getroffen zu werden. Ich fass es nicht. Einer ist weg. Und der zweite ist weg. Jetzt haben wir genügend Bomben für den Raum. So viel zum Thema, wir wollen es ein bisschen schneller machen. Genau genommen brauchen wir sowieso nur noch eine Bombe, als wir den Geheimraum hier gefunden haben. Wir sprengen uns jetzt nämlich über die Seite rein. Aha. Ganz versteckt. Ich will schlafen. Nee, in dem Raum könnte man sein Leben wieder voll regenerieren. Wenn man denn Leben hätte. Oder wenn man Leben verloren hätte. Aber das haben wir ja nicht. Beziehungsweise haben uns das Leben wieder aufgeheilt. Kommt schon, ich will irgendein gutes Leertasten-Item. Also wirklich ein gutes. So ein BAM, voll in die Fresse gutes. Womit man alles wegmotzt. Einfach nur nehmen, einsetzen, töten. Burp, einfach ein Pilz. Blood of the Martyr ist schon ein guter Anfang. Ist ein sehr starkes Damage-Up. Sieht man an der Tränenfärbung und an der Tränengröße. Ich glaube, wir hätten im letzten Run nicht Mom's Knife nehmen sollen. Ohne Mom's Knife hätten wir wahrscheinlich den Run sogar gepackt. Mit 2 Millionen Damage-Up. Wir hätten 666 genommen. Ja. Nicht 909. 666. Und damit hätten wir dann noch mehr Schaden gemacht. Haben wir aber nicht. Dementsprechend reden wir nicht mehr drüber. Vielleicht in 20 Jahren bin ich bereit, darüber zu reden. Vor einem Psychiater. Eine Bombe für zwei Bomben und ein Seelenherz. Zwei verschlossene Räume. Okay. Wir haben also eine Bücherei auf der Ebene. Und eine Arcade, die darf ich auch nicht vergessen. Was ist hier drin? Das ist der Shop. Das Item, was er anbietet, sind die großen Helfer. Gucken wir mal weiter. Hey! Peng! Explodierten die Dinkel. Ja. Ich war doch schon ausgewählt. Du willst dreimal rasen. Ruhst dich danach aus und wirst dabei sterben. Halo! Es gefällt mir, wie der Run sich gerade entwickelt. Ich will keines der Items, nein. Rentieren sich nicht. Halo ist, wie ich bereits in einem älteren Part erwähnt habe, eines der besten HP-Ups, die man kriegen kann. Dicht gefolgt von Raw Meat. Weil das einfach Schaden dazu gibt. Hier wird wahrscheinlich der Geheimraum sein. Nein. Erstmal Ding mitnehmen. Dann bist du hier. Nein. Gehen wir in die Arcade. Wir haben einiges an Herzen hier auf der Ebene. Das heißt, wir können spenden gehen.
Bist du Geheimraum? Bist du hier oben? Letzter Bombenversuch? Ja, genau. Einfach mal so total versteckt auf der Ebene. Ja, so viel zum Thema. Wir wollen das Ganze schnell erledigen. Wir sind 5 Minuten im Run, Basement 2. Weiter so. Sammeln währenddessen mal die Herzen ein. Ich glaube, einmal können wir noch spenden. Dann spielen wir uns auf 15 Münzen runter. Oh, das wollte ich nicht. So. Jetzt auf 15 Münzen runterspielen. Ich will nämlich noch einen Schlüssel kriegen. Oder irgendwas mir geben, bitte. Bullshit. Nimmt da einfach nur Geld. Gibt nichts dafür zurück. Solche Leute. Da, mitnehmen. Jetzt haben wir große Helfer. Wenn wir Helfer hätten. Und wir gehen tiefer. Curse of Darkness. Juhu. Alles ist dunkel und... Ah, du blöder Gegner. Wenn sie wenigstens ein festes Sternmuster hätten. Aber nein, es rotiert ja auch noch um sie. Aber da muss ein System hinterstecken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass denen einprogrammiert wurde, random die Tränen zu schießen. Ah, du konntest noch nicht mal schießen. Ausgetrickst. Mann! Und sau viele Pilze. Ach, wie gern hätte ich jetzt Leo. Jetzt mal im Ernst. Das sind Pilzmanien. Oh, nein. Den will ich nicht öffnen. Wir haben eine Bombe. Die wollte ich mir auch aufheben erstmal. So, und Nummer 2 ist weg. Bossraum, wir haben Book of Filial ready. Gertie. Oh, wie groß unsere Tränen schon sind. Yes. Das sieht gut aus. Derzeit. Und wir kriegen Odd Mushroom, Blue Cap. HP, Tears Up und Shot Speed Down. Brimstone. Ernsthaft Spiel. Oh, du bietest mir Brimstone an. Ich krieg es so selten, ich muss es mal nehmen. Nicht nur die kleine Version, nein, wir kommen mit dem großen. Durch unsere Feuerratenerhöhung können wir ihn auch noch ganz schnell einsetzen und wir haben so viel Schaden. Wunderschön, wir brauchen Leben, wir brauchen dringend Leben. Komm Goldraum, scheiß drauf, was du mir gibst, solange es Leben ist. Danke Spiel. All Stats up. Wir haben vollen Damage einfach mal. Wie toll ist denn das? Ich weiß nicht, ich will eigentlich die Pillen aus den Pilzen haben. Na, komm. Komm. Oh, du stirbst sogar in einem Schuss. Ist das schön. Wie viele Bibliotheken haben wir in diesem Run? Hier könnte der Geheimraum sein. Boah! Nein, könnte er nicht. Oben und unten ist blockiert. Okay, die Bombe war verschwendet, das gebe ich zu. Wir hätten sie hier lieber nutzen sollen. Wir legen eine hier hin. Eine hier hin. Und eine hier hin. Und kriegen eine Pille. Zwei Pillen. Die erste ist nicht gut. Die zweite ist gut. Auch wenn wir sie nicht brauchen. Wir haben maximale Range. Dank Brimstone. Jetzt brauchen wir noch irgendein Item, was uns schützt. Irgendwas, Gutes, was uns schützt. Ja, ihr könnt jetzt auch nichts mehr. Weg mit euch. Es fühlt sich so stark an, endlich wieder mal. Aufpassen. Die könnten einen kitzeln. Ich warte. Einmal will ich sehen.
Wir haben Lokis Hörner, das heißt, es besteht eine Chance, dass wir einen Laser in andere Richtungen ausschießen. Ja, da ist er. Cool. Jetzt, das ist wirklich ein cooles Upgrade für den Brimstone Laser. Zumindest ein besseres als, keine Ahnung. Obwohl, jetzt gibt es so viele Items, die ich gerne hätte, gleichzeitig. Komm. Wo bist du? Da oben. Dieser Labyrinthraum. Perfekt für den Gegnertyp. Wie schnell wir auch die Kacki-Häufchen einfach mal auslasern. Es gibt sogar den Soundeffekt von Krampus, wenn wir es schaffen, alle gleichzeitig zu feuern. Hau ab. Der Flat Penny. Wir kriegen für jede Münze, die wir aufheben, eine Wahrscheinlichkeit, einen Schlüssel zu kriegen. Und ich bereue gerade gar nicht, selbst wenn ich drauf gehe. Ich habe Brimstone. Brimstone ist cool. Brimstone ist mega cool. Sie sterben einfach. Sie haben noch nicht mal Zeit, sich zu regenerieren. Sie sind einfach sofort tot. Da hatte ich gerade Angst, dass er mich trifft. Der Shop. Eine goldene Kiste. Goat-Head. Wir können jetzt den Satan-Deal jedes Mal machen. Wir sind in Caves 1, also her mit Gertie. Na, Gertie? Book of Belial. Ah, Fliege. Nicht aufgepasst. Fliege. Gertie. Stem Cells. Hab ja. Lord of the Pit. Und was bist du? Spinnen. Nope. Nope, ID. Nope, nope. Irgendwo war eine Blood Donating Machine. Hier. Sehr gut. Wir können Schlüssel farmen. Natürlich kriege ich Greed. Wenn ich mir denke, ich habe gerade so genügend Geld, ich könnte Range down. Als ob es uns interessiert. Ich könnte die restlichen Herzen hier einsammeln und verwerten. Auf dieser Ebene. Lohnt sich aber nicht. Wir haben zwei Shops, wir haben mehr als genug Geld für beide. Und wir haben die Ebene erkundet, sehe ich gerade so nebenbei. Wir gehen also tiefer. Könnte es hier sein, Geheimraum. Ein Versuch nur. Nein. Da links aber... Oh, nein! Nicht machen. Nicht machen. Tiefer gehen. Wenn wir Gas geben, schaffen wir es noch. Zum Bossraum. Zum Bosskampfraum. Wir haben Brimstone. Okay, jetzt geben wir ein bisschen mehr Gas. Wir haben Brimstone, ich meine, hey. Da ist auch so ein Raum dann plötzlich nicht mehr gefährlich. Ihr wart vorher schon eher weniger. Ich weiß schon, warum ich vorher... Dich habe ich nicht gesehen. Du kleiner. Stirb. Das Kacki-Häufchen lassen wir heil. Erstmal. Falls wir wirklich die Heilung brauchen. Auf dieser Ebene. Ich höre einen rumhüpfen, da oben. Sowohl den Schlüssel, als auch das Herz will ich haben. Als auch das Herz will ich haben. Der goldene Key. Less is no more. Das Seelenherz nehmen wir mit. Lemon Mishap. Ups. Lemon Party ist da schon das bessere Item. Das bessere, aktivierbare. Weil Lemon Party ist ja kein wirkliches Item, es ist eher ein Trinket. 6 Minuten für beide Ebenen. Machbar.
Wenn wir hier nicht zu oft durch müssen und warten müssen. Na, du ein... Du hast mich getroffen. Er hat mich berührt. Wir müssen alle töten. Du da. Stellvertretend für den einen, der gerade eben gestorben ist, wirst du auch sterben. Boah. Lucky's Hörner machen Spaß in diesem Setup. Ich wünschte, ich hätte mehr Luck. Dann würde es häufiger eintreten. Loki. Na Loki, ich hab deine Hörner. Der Standard-Loki hat immer diesen Spike, der mit durch die Gegend rennt. Wie soll ich da rankommen? Oh nee, das war schlecht. Cancer nehmen wir mit. Ich will da rein. Ich spreng mich da jetzt hin. So, Blue Baby. Nein, danke. Also nicht Blue Baby. Brother Bobby. Und wir gehen tiefer auf, wenn wir die Ebene nicht klären. Nee, Acropolis. Was ist hier? Warum nicht? Ja komm, die Kiste will ich auch noch. Hat sich doch gelohnt. Are you a wizard? Oh, bringt beim Laser nichts. Das wäre auch so... so eine Idee, die ich gerade hatte. Wie cool wäre das? Hey, ich kann auch. Du da unten kommst nicht ran. Es macht Spaß, stark zu sein. Der gefährlichere ist weg. Der weniger gefährliche aber auch. Noch ein doppelt verschlossener Raum? Die drei. Ah, rerollt alle Items, die auf der Ebene liegen. Health up! Yes. Are you a wizard? Wir hätten vielleicht noch mehr Items auf der Ebene freilegen können. Speedball, Speed und Shot Speed up. Petro, change. Der Damage! Der Damage ist real. Jetzt hätte ich den Würfler einsetzen können. Nein! Wow. Knapp. Ja, ich will den Shop noch haben. Wir haben 3 Minuten plus Mumfight. Ist machbar. Das ist ein Damage-Up. Das ist ein Leben. Das brauchen wir nicht. Das waren meine letzten Worte. Eine Münze! Eine goldene Kiste. Ja, die will ich jetzt schon haben. Okay. Gut erwischt noch. Nein, 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 nein. Ihr ganz Großen seid mir egal. Nur die Mittleren. Nicht. Bitte nicht die Mittleren. Spielmaschine, nein. Danke. Also, auf zu Mom. Isaac. Oh, die rote Mutti. Ich glaube, diesmal will ich sie sogar normal bekämpfen. Einfach so habe ich mehr Möglichkeiten, sie anzugreifen. Wir setzen noch nicht mal das Book of Belial gerade ein. Und auf geht's in den Bosskampfraum. Was haben wir denn zur Auswahl? Spider-Bite, Slowing-Effekt, Spinnenliebe, Bob's Curse für die Bomben und das Messer. Wie funktioniert das Messer zusammen mit dem Item? Ah, das ist eine schwere Frage. Ich will nicht alles hier irgendwie... Schwere Frage, schwere Frage, schwere Frage.
Schwere, 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 schwere Frage. Schießen wir mal ein paar Laser. Also entweder wird es, ist es richtig gut. Okay, ich habe gerade kontrolliert und es soll eine richtig gute Combo sein. Testen wir es doch mal. Ja! Oh Gott, ist das eine geile awesome Combo! Wie cool ist das denn bitte? Und wir haben ja auch noch Loki's Hörner. Oh Gott, ist das Hammer. Das ist vielleicht die beste Combo, die ich je hatte. Wir schießen einfach eine Welle aus Messern. Oh Gott, das ist Hammer. Ich glaube, ich habe gerade eben eine neue Lieblingskombo bekommen. Und hier sieht man auch, was ich im ersten Teil des Runs meinte, mit der Kombination mit Loki's Horns beim Messer. Steve, something from the future. Und du bist weg. Gimini auch. Also erst fliegt das Messer und dann verzögert werden sau viele Messer geschleudert. Bam. Wie gut die Combo einfach mal ist. Okay, jetzt würde ich mich richtig ärgern, wenn ich sterbe auf dem Weg. Chubb. Hey Chubb. Und Gertie. Gertie One-Shot. Ah, Monstro, du hast einen Laser. Sag doch was. Sag doch, dass du es bist, Monstro. Ich hätte dich zu Kaffee eingeladen vielleicht. Eternal Heart, yes. Nicht einsammeln. Hören. Ich warne dich. Nicht einsammeln. Wie gut diese Combo einfach mal ist. Was hat den Laser gerade geschleudert? Ah, Bloat. Bloat. So we meet again. Pestilence. Es hat sich so gelohnt, den Run ein bisschen schneller zu machen. Famine. Hau ab. Wir werfen einfach mal 1000 Messer auf den Gegner. Na los, Mom. Erledige das Pferd. Fallen. Die erste Welle einfach mal direkt weg. Headless Horseman, oben. Ne, unten. Komm her. So, brav. Judas Shadow has appeared in the basement. Und My Reflection. Bringt gar nichts. Das ist gut, ehrlich gesagt. Nehmen wir das Herz mit. Wir können das negativ mitnehmen, bringt einfach nichts. Krampus. Oh Krampus, komm, 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 komm. Gib mir jetzt das richtige Item. Treff mich nur nicht. Ja, die Kohle. Ja, mit schwarzem Messer. Das ist so cool. Ich liebe diesen Run. Ich liebe diesen Run. Das ist vielleicht nach dem zweiten Run oder so der beste. Und Womp XL, das heißt extra viel Gegner. Ihr seid Laser, ihr seid Laser, ihr seid Laser. Wieso seid ihr Laser? Ah, ihr seid Laser. Laseraugen. Eine der wenigen Dinge, die uns noch sehr effektiv töten kann. Alles, was uns versucht normal anzugreifen, wird einfach weggemessert. Oh, das war ein Leben. Das war ein Geräusch von dem Leben. Hin und zurück. Ah, ich hab nicht aufgepasst. Okay, komm schon, komm schon. Ich will diesen Run nicht verkacken. Und in dem Moment kriege ich wieder Schaden. Mann, es ist so schade, diese Kombi wegzuwerfen. Leben, 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 Leben. Was warst du? Range down. Nicht einsetzen. Ich glaube, mit dem Laser wäre es noch nicht mal einfacher. Görkling, weg! Zweiter Görkling, weg! Jetzt hätte ich nichts gegen den Bettraum. Spiel.
Du hast sie mir vorhin angeboten. Was kriege ich? Was kriege ich? Ich will das Leben. Bist du die gleiche? Ja, du bist die gleiche Pille. Ja, für Bomben und Leben. Warum nicht? Da war ich mir gerade nicht sicher, ob ich in der Ecke überlebe. Oh, Babys. Und ich krieg den Schaden sogar ab. Ich kann das so timen, dass die Messer fliegen, ich mich richtig hindrehe und dann nochmal richtig schön viel Schaden mache. Den Raum zum Beispiel hätte ich jetzt skippen können, weil ich wusste, dass hier nichts war. Hier kann kein Boss drin liegen. Aber wir haben jetzt ein halbes Herz sogar über. Du bist Unicorn Stump. Gehe ich erstmal daran. Obwohl, vielleicht ist da ja ein blauer Felsen drunter. Ja! Nee. Ich bleib bei meinem Tumor. Book of Belial. Erstmal euch am Rand wegmachen. Boah, du machst es mir ein bisschen schwerer gerade. Als ich es gewohnt bin. So. Weg mit dir. Weg mit dir. Leben. Yes. Und auf zum Herz. Das Problem ist, ich muss stehen bleiben, um gezielt meine Messer schleudern zu können. Ich kann aber nicht stehen bleiben, da ich ansonsten weggelasert werde. Na, Herz? Bist du etwa schon tot? Wir wollen nach oben. Zu dem guten Isaac. Die Kathedrale. Ah, Hilfe! Hey, hey du. Ja, Leben! Yes. Ich bin über jedes Leben froh, was wir gerade kriegen, weil das einen Raum oder einen halben Raum mich länger überleben lässt. Wretched. One shot. Get wretched. Diese Messer. Monstro. Nicht vergessen, du kannst auch nach oben. Du hast einen Laser. Boah, ich habe deinen Sprung sogar noch abgebrochen, Monstro. Das war mir ehrlich gesagt ein bisschen zu viel auf einmal, was ich zerstört habe. Ja, den Schaden. Die Kombination ist nicht gut für solche Räume. Der Steam Sale auf dieser Ebene sehr wichtig. Und ich hätte gern wieder Leben. Leute, ihr wart doch so sozial. Ah, Mist. Zweimal den Steam Sale. Wir haben zweimal 50% weniger, heißt das, wir müssen nichts mehr zahlen. Ja, das ist korrekt. Wenn wir jetzt hier einen Shop finden, müssen wir nichts mehr zahlen. Genau. Nur schade, dass man hier keinen Shop mehr findet. Pam. Perfekt. Nein. Nope. Stirbt. Dieses Geräusch ist auch cool. Yes. Wir haben wieder volles Leben. Und ein Seelenherz wieder. Wo ist Isaac? Schade, dass ich nicht den Schuss unabhängig vom Messer habe. Dann würde ich das Messer nach oben schießen oder so. Und den Schuss dann nach unten. Wenn ich rumrenne. Komm. Ich hab dich immer noch nicht getötet. Komm, ja. Oh, Mann. Zögerst nicht hinaus. So, weg mit dir.
Einer weg. Zweiter weg. Dritter weg. Und zwei Treffer. Loki! Hey, ich hab deine Hörner immer noch. Willst du auch ein paar? Hier, kriegst ein paar Messer. Dreimal der Shopkeeper. In der fliegenden Form. Ja. Das wird mich jetzt auch retten. Dieses halbe Eternal Heart. Da könnten Herzen drin sein. Ich muss es einfach machen. Nein. Einfach nur nein. Das ist Bobs Brain. Damit würde ich mich einfach umbringen. Obwohl, Isaac dürfte jetzt sehr machbar sein. In dieser Kombi. Wir sind einfach... Wir haben einfach den Schaden. Gut. Ach, wir werden jetzt den Siegeszug noch ein bisschen weiter fortsetzen. Nehmen wir mal Bobs Brain mit. Und er ist riesig. Oh Gott, wie soll man dem ausweichen? Explodiert er einfach vor einem oder so? Knapp. Auf jeden Fall, diese Conquest haben wir auch noch nicht häufig gesehen. So, und wir haben soeben die Kathedrale Oh, wir haben da oben noch einen Kampfraum. Was erwartet uns im Kathedralenkampfraum zum Schluss? Nichts, weil wir nicht rein können. Oh. Können aber nochmal nach einem Geheimraum suchen. Vielleicht finden wir ja einen Greed. Nein. Da. Nein. Gut, wir lassen's. Das war auf jeden Fall der Judas Run mit den 1000 Messern. Und das Ende, was jedes Mal kommt, wenn man es durchspielt. Die Guillotine has appeared in the basement und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Wir wollen 1000 Messer hier auf mich zufliegen sehen. Natürlich nicht, wir wollen 1000 Likes auf mich zufliegen sehen. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt ein Abo und seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Wenn es heißt, Let's Play The Binding of Isaac. Auf Wiedersehen.